Jo, meine Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen bei den XRP Bros. Neuer Tag, neue News, XRP News, XRP Deutschland ist wieder mal am Start, Leute. Wie soll es auch anders sein? Wir haben heftige News, unter anderem Gary Gensler, ne? Unser Freund Gary, steht wohl auf der Kippe. Ne? Auf jeden Fall. Keine Ahnung, was da los ist. Unter anderem auch was bei Ripple mit Entwicklungsländern und, Leute. Ja, was soll ich euch sagen, Leute? Wir sind auf jeden Fall zurück aus Berlin. Darüber werden wir auch noch ein, zwei Worte sagen. Ja, um uns zwei und vor allem XRP Deutschland zu unterstützen, würde ich mal sagen, wir abonnieren alle diesen Kanal, drücken auf Gefällt mir. In diesem Sinne, rein in die Olga. Gib uns ein Like und folge der Community, denn wir berichten täglich über Ripple XRP. Wir sind nicht nur zwei Soldaten in einem Schützengraben. Die XRP-Armee hat ihre Wallet durchgeladen. Ja, Leute, wir sind auf jeden Fall zurück aus Berlin. Nimmt uns das nicht übel, wir sind noch ein bisschen heiser. Ich weiß nicht, was da alles vorgefallen ist, Luis, war ein bisschen wild, wilde Nächte auf jeden Fall. Ja, und wir haben sehr viele Aufnahmen auch gemacht. Zu den Aufnahmen kommen wir noch, sprich, wir müssen noch ein bisschen schneiden, ein bisschen schauen, was für Aufnahmen wir haben. War ein bisschen laut dort und was kann man verwenden, was nicht. Und dann werden wir euch auf jeden Fall die Videos online stellen. Hier hat der XRP Darren einen Bericht geteilt, und zwar einen Bericht von OMFIF. Und zwar geht es um den Bankor-Modell der Entwicklungsländer, Bottom-Up-Ansätze. Ja, da geht es nicht nur um Ripple, aber hier wurde mal ein Bereich, wenn wir mal auf den Link gehen, sehen wir den Bereich hier Spotlight Ripple, der jetzt, sag ich mal, auch da angezeigt wurde. Und ich lese das mal einmal mir vor, sehr interessant auf jeden Fall. Durch die Konsolidierung der Liquidität zur Bedienung internationaler Zahlungen von vielen und zusammenhängenden internationalen Nostro-Konten in einen XRP-Pool weisen die antwortenden Banken weniger Gesamtliquidität zu, um das gleiche Volumen globaler Zahlungen zu bedienen. Die Bank muss nun ihre Landeswährung halten und ein Konto bei XRP führen, mit nur geringem XRP, um ihre größte erwartende Zahlungsverpflichtung zu bedienen. Der Prozess minimiert die Anzahl der Vermittler und deren Ausschlag der Spreads. Also wird nochmal quasi komplett aufgelistet, warum Ripple so krass ist, warum Ripple so günstig ist und warum diese Nostro-Vosto-Konten entfallen. Wen es interessiert, wir packen das auf jeden Fall mal in die Beschreibung. Der kann sich den ganzen Bericht nochmal durchlesen, ist auf jeden Fall sehr interessant. Und hier wird es einfach nochmal komplett beschrieben, warum Ripple, sag ich mal, auch so wichtig für die Zukunft ist. So, Luis, Wale, ne, bewegten über 400 Millionen XRP. Und ja, was soll ich dir dazu sagen, ist... Langsam wird das immer häufiger, dass das passiert, und ja, langsam kann es meiner Meinung nach starten. Da berichten wir immer wieder drüber, ne? Über so quasi riesengroße Summen, die, sag mal, bewegt werden, und jetzt schon wieder 162,5 Millionen XRPs, ne? Das sind ungefähr 65,1 Millionen US-Dollar. Das sind riesige Summen, die, sag mal, über die Bühne gehen. Mich würde auf jeden Fall interessieren, was dahinter steckt. Könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, was ihr denkt, was für Transaktionen das sind, ob das Testtransaktionen sind, ob das ja generell einfach nur Transaktionen gewissen Börsen sind, würde mich auf jeden Fall mal interessieren, was ihr dazu sagt. Leute, als wir in Berlin waren, haben wir uns auch andere YouTuber Livestreams angesehen, und wir haben öfters jetzt gehört, dass der 6. Dezember genannt wird, dass dann irgendwas mit der Klage und dann gibt es eine Einigung und. Ich persönlich, und ich weiß nicht, wie du, Luis, habe nichts davon gehört, dass es eventuell am 6. Dezember losgehen sollte, wenn es wirklich so sein sollte. Ne? Wir haben nichts dagegen, keine Frage. Ne? Wir sind auf jeden Fall mit am Start und freuen uns, wenn es am 6. Dezember losgeht. Aber ich gehe stark nicht davon aus, dass es am 6. Dezember wirklich losgehen sollte. Warum auch? Ja, wir müssen ja auch sehen, ja, die letzten Daten, die waren immer, ja, oder sind nicht eingetroffen, und das ist immer meistens der Fall. Ne? Also man kann sich nicht auf irgendwelche Daten verlassen, weil man einfach keine Zeit predikten kann. Ne? Das ist in jedem Bereich, das ist eigentlich eher ja, Glaskugel-Denken. Deswegen, wir müssen uns einfach abwarten, wir müssen, ja, wie gesagt, abwarten, geduldig sein, und dann wird die Klage hoffentlich nächstes Jahr, Quartal 1, schon enden, das wäre schön. Genau, wie Luis schon sagte, Quartal 1 gehe ich auch stark von aus. Ich dachte, okay, zu Swell ist es soweit, aber bei der Swell war es wirklich leise, ne? Da ist ja tatsächlich nichts passiert, ne? Aber ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass es zu Quartal 1 2023 langsam mal losgehen sollte. Es gibt jetzt einfach keine Gründe, dass es jetzt wirklich zu Ende sein sollte. Und zwar ist es so, dass uns sehr viele angeschrieben haben, jetzt auch privat, und sagen, hey, bald geht es los mit WeSented, und ja, am 1. Dezember ist es soweit, ne, Luis? Genau, am 1. Dezember startet, sag ich mal, der Launch bei PancakeSwap, und alle, die, sag ich mal, den Presale verpasst haben, können da nochmal einsteigen, und ich bin echt gespannt, wie die Zukunft von WeSented wird, ne? Wir wissen alle, die Nachfrage ist extrem hoch, auch im Presale, nach einer halben Stunde wurden, sag ich mal, alles schon ausverkauft, oder war alles ausverkauft, und absolut krass, sag ich mal, was da
für eine Community hinterher steckt, muss man wirklich sagen. Und ja, Props auf jeden Fall an das Projekt. Wir sind auf jeden Fall am Start. Genau, wollten wir kurz mal erinnert haben, dass es am 1. Dezember soweit ist. Ja, Leute, jetzt kommen wir zu der Nachricht zu Gary Gensler und dass der Gary Gensler auf jeden Fall hoffentlich nicht vernünftig da wegkommt aus der Geschichte, sondern dass er auf jeden Fall sein Fett noch wettbekommt. Und hier sagt, sag ich mal, der Kongressabgeordnete Tom Emmer ist jetzt noch mehr besorgt, sag ich mal, dass die Kryptostrategie der SEC nicht funktioniert und dass in der Vergangenheit, sag ich mal, sehr, sehr krasse Dinge passiert sind. Nicht nur mit der Ripple- und SEC-Klage, wo sehr kuriose Dinge, sag ich mal, am Start sind. Gehen wir gleich auch nochmal in der nächsten News drauf ein. Aber hier jetzt nochmal sein Statement dazu. Wir waren am März besorgt, dass Gary Gensler einen wahllosen und inkonsistenten Ansatz zur Aufsicht über die Krypto-Community verfolgt, twitterte Emma. Wir sind jetzt noch besorgter, da wir gesehen haben, wie seine Strategie Celsius, Voyager, Terra Luna und jetzt FTX verpasst hat. Wir haben große Fragen. Gary Gensler und die SEC hatte im vergangenen März Treffen mit Sam Bankman-Fried und Führungskräften von FTX gehabt. Und sie arbeiten anscheinend mit Sam Bankman-Fried und anderen zusammen, um ihnen eine Sonderbehandlung von der SEC zu geben, die andere nicht bekommen haben. Da kennen wir irgendwoher, ne? Die Sonderbehandlung von Bitcoin und Ethereum mit dem Free Pass. Da sind auf jeden Fall Dinge, die da im Hintergrund laufen, Leute. Das ist abnormal. Da werden auf jeden Fall, das wird verfilmt werden, hundertprozentig. Das Ding ist ja, dieser Artikel hat ja sowas von recht, ne? Da war das mit FTX, da war das mit Terra Luna, da war das mit, keine Ahnung mit was noch, da sind ja so viele Sachen passiert. Ja. Und das ist nicht das Problem von SEC sozusagen. Und die kümmern sich um Ripple die ganze Zeit. Genau, um Dinge, die einfach, Dinge, die total schwachsinnig sind. Das ist unglaublich, ne? Und hier ist nochmal, der Sam Bankman-Fried drückte Gesetzgebung zur Sonderbehandlung durch den Kongress. Und als endlich bekannt wurde, was es war, begann die Industrie rote Flaggen zu hissen. Ne? Also es wurde schon vorher bekannt, oder es war vorher schon bekannt, dass da irgendwas nicht ganz normal ist. Und dass da ja irgendwas im Busch ist auf jeden Fall. Und es wurde trotzdem von SEC nicht gehandelt. Und ja, absolut krass. Was ist die Regulierungsbehörde, die dafür verantwortlich ist, gute Akteure in der Gemeinschaft zu verfolgen und Hinterzimmerdeals, so scheint es auf jeden Fall, mit Leuten zu machen, die ruchlose Dinge tun, fragte er. Und das ist genau das Ding. Ne? Im Hintergrund laufender Dinge, da gehen Gelder über den Tisch. Und ja, wenn das alles aufgedeckt wird, Leute, das wird krass werden. Ja, das ist mittlerweile normal geworden bei uns in der Gesellschaft, ja. Luis. Ne? Solche Sachen interessiert keinen mehr und dann wird über irgendwelche, lass mich nicht reden, über irgendwelche Einhörner, irgendwelche, sag ich mal, korrupten Leute wird nicht gesprochen, aber so Einhörner, Leute, die sich auf die Straße kleben und. Das ist gerade wichtig geworden. Ich weiß nicht, was ihr davon hält, aber sowas macht mich auch wütend. Wir können nicht frei sprechen, weil sonst kriegen wir einen Strike oder irgendwelche Leute rasten dann wieder aus. Aber ihr könnt euch schon denken, was wir gerade denken und wir sind auch nicht zufrieden mit der aktuellen Lage gerade. Abgesehen davon wollte ich noch gesagt haben, nicht böse sein, dass wir ein bisschen still sind und ein bisschen heiser sind. Wir haben ein bisschen Restalkohol, würde ich noch sagen, Luis. Ne? Wir waren auf einige Partys immer nach der Messe. BitGet hat uns zum Beispiel auf eine Cocktailparty eingeladen, das war ein bisschen wild geworden. Ja, danach waren wir noch im Matrix, dann Potsdamer Platz und. Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall am Abend sind wir auf jeden Fall im Hotelzimmer wieder gelandet. Das weiß ich definitiv, Luis. Hier nochmal dazu, dass der ganze Verein ziemlich korrupt sein könnte. Und zwar der ehemalige SEC-Direktor Hinman folgte den Anweisungen nicht, verdiente Millionen. Hier geht es einfach nochmal darum, dass ein Whistleblower seinem aufgedeckt haben sollte, dass der SEC-Direktor Hinman extrem viel Gelder erhalten haben soll. Es geht ja um dieses Ding mit Ethereum und Bitcoin, dass die einen Freepass gekriegt haben, Ripple nicht, und dass da wirklich im Hintergrund, sag ich mal, Millionen, um die 15 Millionen, sag ich mal, rüber über den Tisch gegangen sein sollten. Und wenn es nochmal interessiert hier, es wird nach und nach alles aufgedeckt und ja, die Wahrheit kommt im Endeffekt immer ans Licht, ne? Gehe ich auch stark von aus, dass irgendwann mal alles ans Licht kommt und das ist ja auch, dass wir immer noch ans Gute glauben, immer noch. Für mich ist das immer noch persönlich gut gegen böse, so ein Prozess ist das. Und ja, schauen, ob wir am Ende gewinnen werden. Das wollte ich gesagt haben, ich will noch zwei Sachen sagen, Luis. Dann erstens Bitwavo, vielleicht hast du das mitbekommen, ne? Viele haben geschrieben, was mit Algorand und Solana sind auf Bitwavo live gegangen. Jo, auf jeden Fall. Jetzt auch am Start. Ne? Viele haben immer gefragt, warum können wir das dann noch nicht kaufen? Ist jetzt am Start und es folgen auf jeden Fall noch weitere Projekte. Ne? Ja, genau. Und wenn ihr Lust habt auf Bitwavo und allgemein kriegt ihr 10 Euro und die ersten 1000 Euro Handelsgebühr sind kostenlos für euch. Unter dieses Video ist ein Link.
Und zweitens, Luis, wollte ich noch gesagt haben, nicht böse sein, wenn wir irgendwelche älteren News auch jetzt rausgehauen haben, wenn ihr sagt, hey, diese News ist schon einen Tag alt oder so. Wir haben gar nicht mitbekommen, was da alles die Tage gepostet wurde. Wir haben jetzt die aktuellsten News genommen, die wir gefunden haben, haben den entsprechend auch euch vorgetragen und die Tage werden es auf jeden Fall sehr, sehr aktuelle News. Und wenn neue News rauskommen, machen wir sowieso immer Video und dann hauen wir euch das raus. Nicht böse sein, wie gesagt, wir waren ein bisschen verwirrt und ihr seht ja, wir sind ein bisschen kaputt. Ja, und nochmal ganz, ganz lieben Dank an alle Leute, die uns, sag mal, immer tatkräftig unterstützen, jedes Video teilen, liken, kommentieren. Nochmal ganz liebe Grüße gehen raus an Sayed, den wir auch in Berlin getroffen haben. Um uns zwei zu unterstützen, würde ich einfach mal sagen, wir abonnieren alle diesen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und auf jeden Fall drücken auf Gefällt mir. Ja, schreibt mal in den Kommentaren, was ihr zu den News sagt und speziell, was denkt ihr, wann wird Gary Gensler in den Knasch gehen? Werd auch du ein Teil unserer Instagram, Telegram, TikTok-Seite. In diesem Sinne, haut rein, Leute. Haut rein. Der war gut. Heute mal zusammen. Wir sind die Krypto-Jünger und das ein Leben lang. Die XRP-Armee wird kämpfen bis zum Untergang. Bis dass die letzte Wallet ihren letzten Coin verbrennt. Und unser Kurs sich wie Phönix von der Asche trennt.